So, moin moin und willkommen zurück hier zu Sky Factory 3. Wie gehabt, ihr kennt das bestimmt schon. Es kommt jetzt ein kurzes Intro, danach fängt die Folge an. Also, bis gleich. Moin moin nochmal und ja, ich habe es eben schon mal gesagt, willkommen zurück hier zu Sky Factory 3, Sharok hier. Und ich habe mir einen Way to Go ausgedacht, also einen Wegfahrplan. Und zwar werde ich in nächster Zeit jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen ein ME-System bekommen. Da fehlt eine Fackel. Warum fehlt da eine Fackel? Ansonsten sieht es gut aus. Wenn wir dann das ME-System haben, wird wahrscheinlich der Void Ore Miner dran kommen. Das heißt, wir bauen uns dann erstmal ein Solarpanel, danach kommt der Void Ore Miner. Und wenn wir das dann alles haben, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber am Anfang schauen wir jetzt erstmal nach einem gescheiten Gebäude für unser Nether-Portal, und das wird hier hinkommen. Ich meine, rein theoretisch könnten wir auch ein Nether-Portal bauen. Rein theoretisch könnten wir uns auch ein Nether-Portal einfach nur mit Zaun ummanteln, aber nein. Ich habe gerade überlegt, wie viel ich brauche. 24. Ups, nein. Lalala. So, wir machen uns Legierung, genau. Das ist ein normale Quarzgläser. So. Nehme ich da normales Glas oder normalen Stein, besser gesagt? Nee, komm. Soll schon ein bisschen nach was aussehen. Wir nehmen uns Doppelpunkt. Ich glaube, gebratenen Stein. Da haben wir noch ein bisschen was über. Davor hätte ich aber gern 1. Ein Stock macht 2. Es müsste dann ein Chisel geben. Genau. Und den kann man noch ein bisschen upgraden mit Redstone und Gold. Zwei, drei. So. Wir nehmen uns normalen Stein, da. Denn das Besondere ist jetzt, hier kann man jetzt markieren und kann gleich mehrere Sachen auf einmal bearbeiten lassen. Das ist übrigens auch eine sehr schnelle Möglichkeit, um an bemooste Steinziegel ranzukommen. Welchen Stein nehmen wir denn? Oder haben wir irgendwas anderes? Stimmt, wir könnten das Ganze mal aus Sandstein bauen. So, was haben wir denn als Sandstein? Gibt's hier irgendwas Schönes? Sandstone Bricks, Small Bricks, Scribble. Und man sieht bei diesem Stein auch eine Preview, also eine Vorschau, wie das Ganze aussehen würde. Dude.
Das gefällt mir. Aber ich guck mal weiter. Nehmen wir. So, das Nether-Portal, habe ich gesagt, kommt hier hin. Ach, perfekt. Und dich drehen wir ein bisschen runter. Nur für die Bauarbeiten, natürlich. Oh, ich muss mir neue Fackeln machen. Nee, ich habe noch Fackeln. Sehr gut. So. Ups. Vorübergehend muss ich hier mal eine Fackel setzen und hier draußen kommt auch noch eine Fackel ran. Eins, zwei. Ja, gefällt mir eigentlich vom Aussehen her. Dann nehmen wir uns ein bisschen Obsi. Autsch. Ich will das Ganze ein bisschen anders hinstellen. Nee, Quatsch, ich muss sogar dahin. Und beim Nether-Portal ist es ja eigentlich egal, wie das Ganze steht. Hauptsache, es steht. That's what she said. So, dann brauche ich noch mal ein bisschen Sandstein. Da hinten wird jetzt ein Monster spawnen, 100 Pro. Ich weiß es jetzt schon. Die haben wir uns, glaube ich, gemacht, ne? Jo. Und nein, ich übertreibe nicht. La 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 la. War ja klar. War ja klar, dass ich da wieder irgendwas falsch mache. So, eins, zwei. Du kannst weg. Zwei, drei. Da brauche ich mir gar kein Fenster einbauen. Also in dem Texturpaket sieht der Obsidian leicht gewöhnungsbedürftig aus, aber liegt wahrscheinlich auch daran, ich habe jetzt jahrelang nur einen bestimmten
bestimmtes Sandsteinpaket benutzt. Ich glaube, das hier ist der normale, ne? Ich glaube, das ist der normale. Nein, ist er nicht. Quatsch, Sand. Den hier will ich. Sandstein. So, dann kann ich den nämlich wegtun. Kriege ich wieder normalen Sand zurück. Und irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich hier wahnsinnig viel Hunger. So, leuchtet das Quarzglas. Oh ja, das war richtig viel Quarzglas, was ich farmen musste. Jetzt kann ich hier auch die Glasscheibe wegtun. Dann brauche ich jetzt Doppelpunkt. Eine Tür, die wir aus aus Eisen machen. Stimmt, Stahl muss ich mir auch noch herstellen. So, da kann schon mal nichts mehr durchkommen. Die Hühnerkacke weiß ich immer noch nicht, wo ich die hin tun soll. So, zweimal Sushi. Sushi. Würde ich mir auch gerne mal wieder machen. Oder holen. Oder essen. Oder irgendwas. Dunkelstahl, das war Obsidian. Dunkelstahl. Eisenbarren, Kohlenpulver und Obsidian. Malen wir uns mal wieder ein bisschen Kohle. So, und die müsste ja jetzt eigentlich durchrattern wie nix. Ja, guck mal. So, ein bisschen Kohlenstaub haben wir noch. Oh, so war das nicht geplant. So war das geplant. Den Gravel können wir dann auch wegtun. Das heißt, wir nehmen uns ein Stack Eisen, ein Stack Obsidian. Wobei wir die Produktion mal wieder starten können. Und dort müsste jetzt eigentlich ein Stack Kohlepulver auf uns warten. Genau. Nur Legierung. Shit, das habe ich mir gedacht. Dü dü la 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 la. Noch ein bisschen Opsi. So, jetzt müsste das Ganze eigentlich relativ gut laufen. Noch einer? Geht doch. Denn jetzt können wir uns Dark Pressure Plates machen. Und das Besondere an diesen Dark Pressure Plates ist, die werden nur von Spielern ausgelöst. Das heißt, da können jetzt Zombie-Pigmen drauf rumgurken, wie sie wollen. Das Ganze wird nicht ausgelöst. Aber wenn ich da durch will, dann hat das schon Hand und Fuß. So.
Einmal du. Ein Eisenbarren. Einer. Jetzt. Ich habe unten übrigens eines der Siebe umgestellt auf Eisensieb, weil dort einfach mehr Rohstoffe kommen. Und zwar habe ich hier Kies umgestellt auf Eisen. Iron Stiffered Mesh. Weil da einfach wesentlich mehr Material dabei rumkommt. So, dann können wir das Nether-Portal mal anzünden. Schön. Das Feuerzeug nehme ich mit. Und jetzt gucken wir mal, wo ist denn eigentlich wir nehmen uns hiervon ein bisschen mit. Wie viel leuchtendes Quarzglas haben wir denn noch? 9 Stück, das muss halt reichen. Ich mir auch gerade. Nee, wir machen uns noch ein bisschen. So, der Dunkelstahl, der wird auch hier oben irgendwo abgelegt. Abschließen. Schlüssel wegstecken. Quarzglas. Hä? Hä? Da. Da haben wir das Quarzglas. Quatsch. Wie Quatsch mit Glowstone. Direkt müsste es eigentlich besser laufen. Ich werde mir noch ein bisschen Soul Sand herstellen. Denn ich habe das Gefühl, ich brauche, ups, ich brauche demnächst neuen Quarz. So, dann haben wir heute zumindest schon mal hier ein Gebäude gebaut, wo unser Nether-Portal drin ist. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich, wir müssen demnächst schon wieder warte mal. Was wir jetzt noch schnell machen werden, ist, dass ich das hier umstellen werde. Werde ich hier vorne reinstellen. So, und wenn ich jetzt hier starte, geht hier das Wasser runter. Genau, und wenn ich dann weit genug weg bin, müsste eigentlich. Ach so, ja, ich wollte mir auch noch eine andere Tinkers-Spitzhacke bauen. Gut, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, sehe ich, dass es schon wieder Zeit ist, Schluss zu machen für heute. Ich mache mit euch allen Schluss. Ihr seid so unfair zu mir. Nee, ja, ihr könnt gerne mal unten auf einen der Daumen drücken, entweder den Daumen nach oben oder nach unten. Und wenn ihr da unten seid, könnt ihr auch gerne mal auf den Abonnieren-Button klicken. Würde mir ein bisschen was bedeuten. Und ich sage mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns demnächst wieder hier auf YouTube oder auf Twitch, wenn ich mal wieder live streame. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und tschüss.